Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ja, ist jetzt wieder ein Weilchen her. Es gab starke Audioprobleme in dem Spiel. Wahrscheinlich habt ihr das mitbekommen. Dass, obwohl ich hier in den Settings hier die Audio, also den Sound hier, angepasst hatte, aber es ändert sich einfach gar nichts hier, wenn ich das voll mache oder so ganz nach unten. Ich könnte es höchstens nur ausmachen, aber es ändert sich gar nichts. Deswegen ist in den letzten Folgen hauptsächlich Probleme mit der Audio gehabt, dass man mich irgendwie gar nicht gehört hat oder so. Und ja, ich hab... Ja, Erasmo, du bist ein bisschen creepy, finde ich. So. Naja, ich habe das jetzt ein bisschen hier umgestellt. Ich habe das jetzt hier, mein Stream Deck hier auch noch ein bisschen umgestellt, so dass ich jetzt auch noch viel Lautstärke einfach per Knopfdruck hier ändern kann. Jo, was war das denn jetzt? So. Und ja, ich muss jetzt erstmal auch wieder in die Steuerung reinkommen. So, die Frage ist, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Wo finde ich die Notizen? Hier. Auf L war das. Kann ich hier auch selber was schreiben? Irgendwie? Nö. Ansonsten hätte ich jetzt Notizen gerne gemacht. Nö, egal. Dann halt nicht. Hätte mir selber gerne Notizen gemacht, was jetzt Aufgabe ist. So. Guard. Map haben wir ja auf. Wir sind gerade hier. Okay. Heil auf dem Gaster. Ich würde das gerne noch einmal versuchen, da hinzukommen. Ja. So. Deswegen gehen wir jetzt nochmal dahin zurück. Gibt es eigentlich noch mehr Inseln? Auf Nangasta und Hunting Bay. Bin mir jetzt nicht sicher, ob da noch mehr gibt. Aber ich will trotzdem gerne mal schauen. Vielleicht kommen wir doch irgendwie dahin. Vielleicht müssen wir da nur irgendwas umändern. So, weil wir hier im Inventar schon ein bisschen was haben. Also, vielleicht können wir da irgendwie was nutzen. Das Einzige, was mich hier jetzt aber irgendwie stört, aber vielleicht ist das auch gerade deswegen gut so, ist, dass wir keine direkte Quest bekommen, sondern selber auf die Lösung kommen müssen. So, als allererstes gehen wir jetzt nochmal kurz hier hin. Denn es gibt hier kein Skill Tree. Es gibt hier keine direkte Quests. Es gibt hier keine neuen Waffen oder Rüstungen. Das heißt, mit allem, was wir haben, müssen wir so klarkommen, wie es ist. Und der eine Dude da oben, der Hofelf in dem Laden, der hat ja da noch ein paar Sachen zum Verkaufen gehabt. Vielleicht wird genau das alles auch noch benötigt, gebraucht, damit wir hier überhaupt vorankommen. Also gehen wir genau zu Garrick. So. Jo, komm, beweg dich.
Nee, nicht mit Paris. Genau, mit Garrick. Garrick, how are you? Splendid, Cyrus. Splendid! So, der hat ja noch Items. Genau. I'd like to make a purchase. Splendid. So mit Steuerung steuert. Wow. So genau, wir haben hier eine Schaufel, Aloe, Torch und Fever. Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal von aus, wir brauchen die alle. A sturdy shovel. Just the thing for the intrepid treasure hunter. Guaranteed not to break, scratch or dent. A bargain at only 30 gold. Ja, komm. I'll take it. You won't regret it. So, dann die Aloe. What's aloe going for today? Aloe leaves from Southern Hammerfell. The best. Fresh every week. Excellent for soothing those aches and pains. And just 15 gold per bunch. Ja, komm. I'll take it. The best quality, I assure you. Also, Aloe können wir öfters machen. How much for a torch? A classic design. Functional and long-lasting. For you, Cyrus, 20 each. Ja, okay, komm. I'll take it. A pleasure doing business with you, Cyrus. Achso, und interesting feather. Torch können wir auch öfters bekommen, okay. Ah yes, from the exotic Canna bird. A favorite of mine, for they are bred on Somerset Isle. Bred for their beauty, I might add. They make an excellent gift for 10 gold. I'm a pretty bird. 10 gold. Ja, komm. I'll take it. You won't regret it. Achso, okay. Die brauchen wir alle nur ein einziges Mal. Also, nur den Kompass und das andere Ding konnten wir mehrmals kaufen. Okay. Nee, andersrum. Andersrum. Das eine Ding konnten wir mehrmals kaufen. Nee, einmal kaufen. Genau, Kompass und Schaufel konnten wir einmal kaufen. Das Canna-Feeder. Okay. Torch, Aloe. Schaufel. Glass Bottle. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das die Glasflasche da brauchen. So. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir versuchen es einmal nochmal darüber zu kommen. Zum Gaster. Vielleicht machen wir hier ein Safe Game. So. Cyrus. So. Nein. Steck das wieder ein. Nein. Einstecken. Einstecken. Wie war das? Wie war das nochmal? Nee. S. Aus Versehen Waffe gezückt. Ja, man muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Wie viel Gold habe ich noch? 101. Ja, Siona. Die mag mich. Aber wir wollen nichts von der. So, dann jetzt noch einmal versuchen, zum Gast dahin zu kommen. Das wird ein weiter Weg. Nee, mit dem Guards wollen wir nicht reden. Hier sind aber die Imperialen noch die ganz, ganz Bösen. Fällt mir gerade auf. Zumindest für die Rotwardon sind die Imperialen die Bösen. Oh, der liegt ja immer noch. Was mit dem passiert? Boah, ich weiß es nicht. Also, der arme Dude. Ich hoffe, da tut mir auch keiner was. Okay, egal. Schlechter Versuch, lustig zu sein. Da unten ist aber auch keiner mehr.
Okay. Da hinten sind sie. Da ist aber nur einer. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal weiter zum Gaster. Ich versuche mal, dass wir dem vielleicht irgendwie irgendwas geben müssen. Eine Feder oder so. Ich gehe stark davon aus, dass wir wirklich eine Feder abgeben müssen. Ja, komm, da rüber, ja. Wir hätten vielleicht vorher speichern sollen. Die Reaktionszeit ist aber auch schlimm. In dem Spiel auf jeden Fall. Das haben wir auch noch geschafft. Nice. Okay, obwohl, mittlerweile schaffen wir das wohl. Auch wenn die Reaktionszeit in dem Spiel immer noch für die Tonne ist. Geht das auf jeden Fall klar. So, da haben wir jetzt das eine Schiff. Vielleicht müssen wir ihm die Feder geben. Jo, okay. Das geht nicht. Ah, okay. He doesn't look like the talking type. Perhaps I should offer him a fare. Okay, dann nehmen wir das. Habe ich jetzt die Feder in der Hand? Ja, jetzt habe ich die Feder. He doesn't look like the talking type. Perhaps I should offer him a fare. Muss ich ihm das geben? He doesn't look like the talking type. Okay. Perhaps I should offer him a fare. Das. He doesn't look like the talking type. Perhaps I should offer him a fare. Muss ich ihm das geben? I can't use this by itself. Ah, okay, ich muss ihm Gold geben. So geht das. Okay. Jetzt geht's weiter. Mal gucken, was uns hier jetzt genau angetan wird. Zombies? Untote? Ich ahne Böses. Okay, das lädt aber auch 1000 Jahre hier. Ich muss ihn jetzt aber nicht jedes Mal bezahlen, um hier zu kommen. Ich mach hier nochmal ein Safe Game. So, und wir wechseln wieder hier drauf. Ich habe ein ungutes Gefühl, was das hier angeht. Nee. Wir sind auf der Insel Gaster. Nichts. Okay,
das ist ein ganzer Friedhof hier, die. Jo, alles klar. Nein! Jo, die Geräusche kennen wir ja noch. Ja, Sir. Jo, alles klar, der hat Gold. Ach nee, da kommt schon der nächste. Excellent. Okay, bleiben die denn tot? Oder stehen die nachher wieder auf? Ah, da kommt wieder der nächste. Jo. Da ist wieder. Komm, geh drauf. Und sonst ist hier keiner mehr, okay. Gold pieces. Some gold. This should help. Ich hoffe, da vorne haben wir ein paar Health Potions. Wäre super. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir hin müssen. Health Potion, ja. Health Potion hilft uns auf jeden Fall schon mal. Und Strength Potion. So. Einen haben wir schon mal genommen. Komm, den anderen nehmen wir auch noch, dann sind wir zumindest voll. So. A potion of iron skin. Ich glaube, das sind Zombies. Hier hat man nie seine Ruhe. Autsch. Nee, das wollte ich nicht. 5 gold pieces. Ich habe hier eh ein ungutes Gefühl. Ich kann aber so nicht sehen, wenn ich jetzt in Kampfstellung bin. So, komm her. Autsch. 7 Gold Pieces. Ja, immerhin. Aber hier vorne war ja noch ein Gott. Alter. Ja, das ist definitiv eine Nekromanteninsel. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hoffe nur, dass ich vielleicht noch ein paar Health Potions finde oder so. Daneben. Hey. Okay. Some gold. This should help. Jo, schnell rausfinden, wo ich hin muss. Vielleicht am besten alle anderen ignorieren. Das sind echt viele Untote hier. Aber immerhin kann man hier auch gut Gold holen. Ich glaube, wir müssen dahin, wo dieses Gebäude hier rechts von uns ist. Wer ist hinter uns her? Irgendwo hinter uns ist jemand her. Hinter uns her. Okay. Hier sehe ich hier niemanden. Vielleicht machen wir hier einmal nochmal ein Safe Game. Nur um sicher zu sein. So. Ich habe schon ein bisschen Angst hier auf der Insel. Hoffentlich, ja, da. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Jetzt dauert noch einer, aber egal. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein, weg, 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 weg. Aua.
nein, 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 weg. Wir brauchen noch ein paar Health Potions. Ich glaube, sonst kommen wir hier nicht weiter. Gibt es hier sonst noch irgendwo einen Weg? Hier Richtung Süden. Boah, aber ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen gerade, wirklich. Ich glaube, wir müssen durch die Zombies durch. Jo, wir müssen an den vorbei, glaube ich. Dann rennen wir durch. Boah, sieht aber schon spannend aus hier. Nur sind... Ja, Hilfe brauchen! Nimm mit! Nimm mit Cyrus und renn! So, okay, einen haben wir schon mal wieder. Oh. Aber wir haben da ein Tor. Autsch! Kannst du ja nicht liegen bleiben? Ach nee! Jo. Oh, Alter, war das. Nein! So. Some gold. This should help. Der steht ja auch. Renn! Cyrus, renn! Alter. Ich glaube, wir müssen erstmal die Flucht ergreifen. Auf der Insel. Überstehen wir das erstmal nicht. Und dass der eine da uns noch hinterher rennt die ganze Zeit. Unglaublich. Wir besorgen uns einige Health Potions am besten. Aber so viele Zombies, wie es hier gibt. Komm, die Zombies stehen ja wieder auf. Die Skelette nicht. Finde ich ein bisschen heftig. Dass die Zombies hier wieder aufstehen. Geräusch. Ja, wir müssen uns erstmal ein paar Health Potions kaufen. Okay, es kommt auch uns keiner hinterher gerade. So. Wir fahren nochmal zurück. Nur um sicher zu sein. Ich will hier jetzt nicht drauf gehen. So, da wären wir auch wieder. In sichere Gefilde. Ja, wenn der ein bisschen besser laden würde. Schneller. Ah, okay. So, dann wieder hier drauf wechseln. Vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. So, und rennen jetzt nochmal durch. Denn für den Fall, dass wir jetzt hier drauf gehen, will ich jetzt nicht auf den Gasser Island da nochmal laden. Dann gebe ich lieber das Geld für die Health Potions aus. Ja, nein! Genau das meinte ich. Jo, wieder ganz schnell.
Und hier nochmal. Ja, geschafft. Aber wir haben rausgefunden, wie wir auf die Insel kommen. Nein, nicht zu oft. So. Gleich haben wir es geschafft, darüber zu kommen. Noch ein bisschen. Ja. Und nochmal. Und wir haben es geschafft. Immerhin. Immerhin. Was macht denn eigentlich das, wenn ich das hier nehme? I can't use this by itself. Ich kann das nicht so nutzen, okay. Was ist damit? Kann ich die so nutzen? Bleh, that's nasty. Okay, Spiders mit Ectoplasma. Ist Zap. Okay. Was ist das? Braucht man auf Iron Skin? Ja, wir nehmen wieder ganz normal den Säbel. Und gehen jetzt erstmal zurück nach Stross und Kai und gucken, dass wir ein paar Health Potions kaufen. Bei der Magier-Gilde. Ich glaube, wir werden da einiges gebrauchen. Und müssen zusehen, dass wir wieder auf volle Gesundheit kommen. Weil wir schon ordentlich was verloren haben. Ich wollte schon sagen, mach jetzt Redguard eine neue Musik an, oder? Der eine Dude liegt da immer noch. Ich glaube, der hat sich da festgepackt. Der wird da nicht mehr weggehen. Geld haben wir? 167. Okay. Das heißt, wir könnten bald wieder ordentlich was einkaufen. Alles Nötige bzw. Unnötige, je nachdem, was das genau ist, haben wir schon gekauft. Jetzt brauchen wir nur noch Health Potions. Ich glaube, für mehr, abgesehen vom Fährmann, brauchen wir die Kohle hier gar nicht. Nur Health Potions und den Fährmann. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, wie oft wir den Fährmann überhaupt benutzen werden. So, Health Potion bei der Magiergilde. Dann auch die Magiergilde. 25 Gold kostet das, oder 25 Septime. Von der Story her spielt Redguard sogar eigentlich nach hier Elder Scrolls Online, aber vor Arena und vor Battlespire. Meine ich. So, gehen wir mal rein und gehen jetzt einkaufen. Ist auch noch wichtig. Ah, warte mal, jetzt genau. Talk to Archmage. Excuse me, are you the Archmage? Leave me, please. I have much to do. Okay, der ist sehr sympathisch. So, Felicia. Felicia. Welcome back. Bei Items, genau. What's for sale? Magical potions of all sorts. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Yeah. Thanks.
Ich brauche noch mehr. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Ich möchte, dass es schneller geht. That'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Ich will das aufhören. Ich brauche das alles. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Doesn't look like you have the gold. Perhaps later. Okay, wir haben nicht mehr. Es hört auf. Come back again. Okay. So. Habe ich noch Healing Potions? Ich habe alle verbraten. Toll. So. Das ist super. Dass ich alles verbraten habe davon. So, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir noch einmal nach Ngasta hinzukommen. Und gegen die Zombies da anzukommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Thank you.